Jo, da sind wir wieder beim Bus-Simulator. Wir können wieder raus. Haltestelle ausbauen. Nur hin, bitte. Ja, warte mal, Tageskarte willst du haben. So. Danke. Jupp. Gut. Nächste Haltestelle Greenwood Fields. War ich Highschool schon eigentlich rausgenommen? Warte mal, war die Highschool East, war die nicht schon weg? Elm Street, 6th Street. Greenwood High School. Freeman Street ist ja klar. Greenwood High School East. Die wäre aus 5, ja, warte mal. Hä? Kann ich auf Einnahmen gehen. Nehmen wir die mit. Kehrt die schon aus? Wieso dann nicht? Das heißt, ich muss jetzt nochmal die ganze. Warte mal, ich muss jetzt anders machen. 6th Street. Warte mal, 1, 2, 3. Sind ja auch nur noch 3 habe ich schon hier, ne? So, Änderung übernehmen. Das heißt, wir fahren die 48. Jetzt fahren nochmal. Wir fahren sie nochmal. Nochmal richtig. Weil da irgendwo ein Fehler drin unterlaufen war. Der hat mir nämlich die Linkshaltestelle mit reingenommen. Wir fahren jetzt nochmal zurück zur 6th Street, da wo wir gerade hergekommen sind. Weil wir ja noch ein bisschen was tun müssen. Wir sind nämlich immer noch dabei, heute Haltestelle zu bauen. Die jetzt von der Seite fahren oder müssen wir die jetzt auf der will sich jetzt tatsächlich noch mal rum, weil ich den Bus drehen muss. Oh, ist meine Fahrkarte. Ja, ich glaube, wir sind richtig. Yes. Eine neue zu kaufen. So. 6th Street. 6th Street können wir jetzt rausnehmen. 6th Street. 6th Street. So, einmal das da oben. Old Police Station. Genau. Island Inn. Wir fahren ja eh jetzt mit der weniger schon darf durch, ne? Nachts zur Waldhütte zu gehen ist so gruselig. Ich glaube, ich habe Fifth Avenue. Bei der Großmutter gesehen. Dann kann man die nämlich schon mit einbinden hier alles. Humboldt Street. Copperpot Church. Indian Avenue. Das ist schon wieder passiert. Fifth Avenue. Indian Avenue. Copperpot. So. South Mall West. Was ist denn schon wieder passiert? Fahrkarte. Die Fahrkarte habe ich ignoriert. Irgendwas ignoriert. So, gut. Das ist jetzt wieder ein bisschen blöd. Greenwood, aber war noch nicht ganz auf Dings. Da ist auch Greenwood mit drin, das heißt. So, Curiosity Bush. / Copperpot ist das, ne? Müsste das jetzt sein? Copperpot. Oder? Ist das Copperpot? Ja.
ist richtig. Huch, ganz schön windig draußen. Zum Glück habe ich den Bus erwischt. So, anwenden. Erinnerung übernehmen. Sixth Street. So. Sixth Street. So, fahren wir jetzt ein bisschen weiter. Wir bauen das ganze Ding weiter aus. Jetzt noch. Ich habe jetzt nämlich extra Copperpot mit dabei. Dass wir quasi dann weitermachen können. Freeman Street. Ist das die? Ne, ist das nicht die, ne? Ist das die Haltestelle schon? Ne, ist es noch nicht. Ich wollte gerade sagen, Freeman Street ist es noch nicht. Das ist noch eine andere Haltestelle. Auf dieser Linie hier. Ist aber dann auch die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Wie so ein bisschen vorproduzieren, klar, immer wieder, aber zu viel muss ich nicht. Mal gucken, was wir morgen machen. Ich war ein kleinen Bau, vorletzter Tag bauen, aber wir müssen immer noch irgendwann mal weitermachen. Jetzt kommen wir von der anderen Seite, das ist ein bisschen praktischer. Die Stelle ist schon angefahren. Laterne oder Schild oder was? Ja. Freeman Street. Freeman Street. Freeman Street. So. Halten Busse wohl Winterschlaf? So wie Bären? Glaube nicht, würde ich sagen. Ich würde mal spontan sagen, nein. So, warte mal kurz. Jetzt haben wir noch eine Tür. Weiß nicht. Nee. Gut, dann können wir ja weiterfahren. Dann kommen wir zum Kindling Walk. Nächster Halt, Kindling Walk. Ja, ich würde da auch einfach stehen bleiben. Du siehst doch. Ach, du mit deiner Scheißkarre. Jeder vernünftige Autofahrer würde sagen, jo, ich fahr weg, aber du, der eisekalter Stimme. Ich glaube, wenn so eine Situation gewesen wäre, in Wirklichkeit, ich glaube, viele Autofahrer, und ich habe es ein paar Mal so schon erlebt, wie gesagt, die Leute wissen ja, dass ich Busfahrer bin, dass die Fahrzeuge und Autofahrer dann ein Stück das Stück zurückfahren. Da muss man nicht unbedingt stehen bleiben, also Karl, aber das ist halt die KI im Spiel. Von wegen verbesserte KI. Aber alles gut, passiert. Ah, oh, fahr. Komm. So, Kindling Walk. Probe ich da oben das Thema Coyote Bushwick an. Und dann geht es weiter mit Copperpot. Die Fälle wollen wir ja auch noch erwarten. Kindling Walk, der ist auf 3. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Stimmt. Ich möchte sehr gern segeln gehen. Aber ich weiß rein gar nichts über Boote.
So, Seniorenticket, Tageskarte. Ach, es regnet. Und wohin geht's jetzt? Jetzt geht's nach Coyote Bush. Ist ja nicht weit. Leider keine Erinnerung, schön, weil wir, wie gesagt, jetzt mit Copperpot noch einen weiteren Stadtteil dran gehängt haben an diese Route, die ja jetzt immer wieder sich ein bisschen durch die geht. Gefühlt ist das, glaube ich, jetzt in jeder Folge so gewesen, in dieser Haltestelle, dass da irgendwer aussteigen muss. Ich fahre die Säcke jetzt zum dritten Mal. Ich glaube, zum dritten Mal ist, glaube ich, hier immer ein Fahrgast ausgestiegen. Die ist ziemlich beliebt. Und die Haltestelle ist, glaube ich, keine Ahnung, 100 Meter vorher oder so. Naja, passiert. So. Ich verstehe den immer noch nicht. Vielleicht kann ich da irgendwie aufklären. Schuhe aus Banane und Slipper, warum auch immer. Aber es kann eine Kreuzfahrtkette sein, vielleicht ist es wirklich so mal gewesen. Keine Ahnung. Das war mir fast klar. Anstatt hier weiterzufahren, musst du nicht stehen bleiben. War mal eine Haltestelle von uns. Ich weiß gar nicht, wie weit Coyote Bush mittlerweile ist. Und so 4 mittlerweile ist. Wenn wir Glück haben, können wir das gleich abschließen hier. Das wird natürlich einfacher machen, weil dann kann ich die Stadtteile, kann ich die Route ein wenig umbauen, weil dann kann ich nämlich Copperpot beginnen und dann anfangen die halte ich und sonst muss ja nicht jedes Mal wieder da hoch. Ja, ja. So, bitte. Oh, Coyote Bush auf 5 oder was? Warte mal kurz gucken. Ich brauche eine Fahrkarte. Ah, warte mal, Route wählen. Coyote Bush North. Ich glaube, dass sie mittlerweile auch alle 5 sind. Coyote Bush North. Sie alle jetzt auf 5? So, Quarry auf 5. Chuck's Roadside Service. Chuck's Roadside Service auf 5. Sunshine Retreat. Sunshine Retreat. Fisherman und Fisherman Point ist weg. Supi! Coyote Bush, check. Gut. Dann mache ich hier einen kleinen Break. Ich baue die Route um. Und wir starten in der nächsten Folge. Weil wir müssen ja jetzt nicht nochmal da hochfahren. Ich starte in der nächsten Folge mit dem ganzen Kram hier unten. Ja. Dann kann man die. Genau, ich baue jetzt die nächste Route jetzt hier um. Copperpot. Genau, die müssen wir jetzt. Warte, ich kann die ja löschen, die Route einfach. Jo, tschüss, bye bye. East Taravas, South North Glenrose Avenue. Gut, genau, in der nächsten Folge. South Humboldt Street. Also bei der nächsten Aufnahmesession. Humboldt Street. Copperpot Church. Copperpot Church. Indian Avenue. Indian Avenue. 6th Street. Siehst du mal nicht? Eine Fahrkarte bitte. Dringend etwas Tee und ein Gespräch. 6th Street. Es gibt keine Fahrkarten mehr. Greenwood High School. Ausverkauft.
Tilton Avenue. Greenwood High School. Greenwood High School East. Das ist aber doch irgendwo da. Die Sitze im Bus haben manchmal so komische Muster. Aber nichts im Vergleich zu den Böden in Casinos. Greenwood Fields. Kindling Walk. Kindling Walk ist auf jeden Fall durch. First Street. Hey. Second Street. Greenwood High School. Greenwood High School. Freeman Street. Warte mal. Die Kindling Walk. Kindling Walk. Die Freeman Street muss First da noch irgendwo mit rein. Freeman Street. Ja, ich hab den wahrscheinlich ignoriert die ganze Zeit. Kindling Walk. Old Police Station. Ja, nochmal. Tilton Avenue. Genau, dann kann man die nämlich hier ändern. Nochmal Kopf ab. South Mall East. So. Copperpot. Copperpot haben wir jetzt. Und Greenwood auf 5. Auf 5. Am Meer ist so eine tolle Idee, um die ganzen Schildkröten ins Wasser zu kriegen. 48. Änderung übernehmen. Jo. Was passiert, wenn ich diesen Knopf hier drücke? Das kannst du böse bereuen. So, Iveco-Bus. Gut, in der nächsten Folge geht's dann mit der Route weiter. Bis dahin und tschüss!